Hallo und willkommen zurück zu Warcraft 2. Wir sind in Folge Nummer, weiß ich nicht, Mission Nummer 12, glaube ich, von insgesamt 14 oder 11. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sollen hier die Seestreitkräfte der Orks zerstören, genauer gesagt die Fähren, die Häfen und die Ölbohrtürme, haben aber das Problem, dass wir hier zwar erfolgreich schon eine Insel erobert haben, danach aber unsere letzte Fähre versenkt wurde und wir nicht genug Öl hatten, um eine neue zu bauen. Wir haben auch keine Seestreitkräfte mehr. Sie greifen uns an. Alle von U-Booten versenkt. Und hier sind auch noch, Alter, die landen hier mittlerweile mit immer größeren Streitmächten hier an. Das ist ja echt schon, was schon gefährlich hier. Dann würde ich sagen, bauen wir hier ein paar Verteidigungsanlagen. In Form von Türmen. Die wir natürlich dann auch aufrüsten müssen, das darf man nie vergessen. Vor allem hier auch, sollten wir auch noch welche bauen. Da landen sie nämlich immer an. Erstmal die zwei Leute hier was weghacken lassen. Wir haben es leider nicht geschafft, hier genügend Arbeit darüber zu bringen, um diesen Wald hier abzuholzen, um hier ein Rathaus hinzubauen, damit wir die Mine ausbeuten können. Das werden wir aber tun, nämlich und zwar jetzt. Wir bauen jetzt eine Fähre. Was haben wir denn erledigt? Ach so, okay. Und das größte Problem sind die U-Boote der Gegner. Die sind nur sichtbar, wenn wir mit einem Flugapparat drüber sind und die haben wir halt nicht überall, die Flugapparate. Oder wenn wir selber ein U-Boot haben, wir haben noch keine. Oder, das ist die dritte Sache, wenn... Oh ja, da ist jetzt nichts mehr, was man bauen kann. Oder abbauen kann. Oder abholzen kann, besser gesagt. Oder, sie sind auch sichtbar, die U-Boote. Wenn so ein Paladin, die wir noch nicht haben, einen entsprechenden Blick castet. Die können ja so heiliger Blick. Habt ihr in der letzten Mission ja schon gesehen. So, warum auch nicht? Der Hafen hier, der brennt. Wir haben eine Fähre. Jetzt aber schnellstens Arbeit darüber bringen und dort unsere zweite Basis aufbauen. Zum Glück wird unser Ölbohrturm hier einigermaßen in Ruhe gelassen. Und wir sind noch nicht wirklich über dem Berg. Also wir müssen hier uns echt noch ein bisschen anstrengen. Ach, kommt schon wieder eine Fähre von den Orkis da. Okay. Das war jetzt ja nicht so. Zwei Leute ausladen. Wir haben unseren Ballista kaputt gemacht. Gut, Teilerfolg für die Orks, sage ich jetzt mal. Bauen wir hier noch einen Turm hin. Wichtig ist jetzt auf jeden Fall, dass wir das alles absichern hier. Die ganze Gegend, die Küste. Glücklicherweise greifen sie da hinten nicht an, weil da hätten wir keine Möglichkeit gehabt, lange Zeit Verstärkungen hinzubringen. Jetzt haben wir das endlich wieder. Jetzt können wir hier Arbeiter hinbringen. Und zwar zunächst mal die drei, die hier komplett sinnlos in der Gegend rumstehen. Was ist denn hier unten? Das sind auch gerade zwei. Die Mine wird ja eh noch fleißig ausgebeutet auch. Das passt. Weißt du was, jetzt machen wir mal Schlossausbau, dass wir das mal gemacht haben. Irgendwas ist erledigt. Ach so, ein Turm hier. Ja gut, das kann man ja sagen, dass es erledigt ist. Das kann ja jeder sagen. Warum auch nicht? So, Kanonenturm, Wachturm. Dann machen wir den wieder zu einem Kanonenturm. Immer so ein bisschen abwechselnd. Ja, die Insel ist, glaube ich, jetzt mal ganz gut befestigt. Ich glaube, dass wir in dieser Mission halt hauptsächlich mit den U-Booten zu tun haben werden und weniger jetzt mit anderen konkreten Bedrohungen. Wir können dann auch gleich mal die Kampfstärke der Schiffe verstärken, denn das werden wir echt massiv brauchen. Haben wir noch weitere Arbeiter, die wir missbrauchen können für unsere Zwecke? Was wird denn das? Das ist eine Aufwertung zum Wachturm. Okay, dann wird das ein Kanonenturm. Das Holz hier ist eh auch bald alle. Das heißt, da können wir eigentlich jetzt mal die meisten auch abziehen. Das kann der eine dann alleine machen. So, passen eh nur noch zwei rein. Die sollen aber auch rein und dann schnell rüber. Ich hoffe jetzt mal... Moment, machen wir vorher nochmal den U-Boot-Check. Weil nicht, dass wir da gleich wieder versenkt werden. Ah, nee. Ist nix. Okay. Laden wir sie hier ab. Holen noch den letzten nach und... Dann bauen wir hier unser zweites Zuhause auf. Alles klar. Die müssen wir jetzt natürlich wieder einsetzen, um hier den Wald abzuholzen. Damit wir hier endlich dann das Rathaus hinbauen können. Alles klar. Warum auch nicht? So. Das ist sozusagen eine künstliche Sperre, oder wie man das nennen will, dass die hier
Wald hingemacht haben, an der einzigen Stelle, wo man sinnvoll auf dieser Insel ein Rathaus bauen kann, weil hier auf dem braunen Gelände kann ich ja nicht bauen, das geht nur auf dem, auf diesem gelb-ockerfarbenen hier, also nicht auf dem dunkelbraunen. Und man das erstmal wegkriegen muss. Okay. Sonst hätten wir hier längst schon ein Rathaus gebaut und das Ganze sozusagen ins Laufen gebracht. Okay, geht immer noch nicht. Na gut. Alles klar, Milo. Das hätten wir uns sparen können, da drauf zu hacken. Ich glaube, hier müssen wir noch wegmachen. Laden wir die vier jetzt nochmal rein in die Fähre. Moment, ich habe gesagt vier. So. Sie greifen die Stadt an! Was denn? Wer denn? Wo denn? Oh! Jetzt langt's aber. Jetzt bauen wir auch runter Seeboote. Das gibt's doch nicht. Die Kampfkraft können wir, hätte ich gesagt, jetzt auch verstärken. Wir haben leider keine Schiffe, deswegen können wir da jetzt auch nichts machen. Müssen wir halt hier hoffen, dass das... Es sind auch gleich zwei hier. Nein! Hey, und ihr bleibt mal erst hier. Das gibt's doch nicht. Hier ist sicher. Hier hinten irgendwo. Nicht, dass die uns die auch gleich noch versenken. So, wer ist denn jetzt wer hier? Ach. Okay, das ist der eine, der noch nicht hat. Und die anderen... Ja, jetzt ist er weg, der Ölbohrturm. Haben sie ihn doch noch gefunden. Immerhin hat uns das Öl da drin die Möglichkeit gebracht, eine Fähre zu bauen, nachdem unsere erste versenkt worden ist. Und jetzt werden wir hoffentlich auch gleich hier... Ja, wenn das hier weggehackt ist, können wir unser Rathaus endlich bauen. So, rüber hier. Wir müssen ihr Holz erst wieder ablegen, damit sie Neues holen können. So, ja, nicht ihr. Mensch, ihr blöden, dummen Ritter. Also, echt... Gibt's doch nicht. Der steht nur blöd in der Gegend rum. Immer dasselbe. So, zwei von euch gehen bitte noch in die Mine. Na, es zahlt sich fast nicht mehr aus, hier in die Mine zu gehen, aber... Naja. Ist auch gleich leer. Können wir dann rüber schaffen auch, damit die dann hier ausbeuten anfangen. Also Gold abbauen anfangen. Ja, endlich geht's. Endlich, 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 endlich. Und ob wir diese... Ja, sie greifen uns an. Ja, wenigstens haben sie es versenkt, bevor die Fähre auch noch untergegangen ist, mitsamt den Arbeitern drin. So. Bitte hier rüberlaufen. Irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Ach, die Mine. Na klar. Na klar. So, die können jetzt ja auch rüber dann. Das ist auch bald fertig. Das kann man übrigens beschleunigen. Ich kann hier vier Arbeiter nehmen, kann sagen, geht hier hin und repariert das in Bau befindliche Haus, was den Bauprozess massiv beschleunigt, aber auch, wie ihr seht, Gold und Holz kostet, wovon wir allerdings zum Glück genügend haben im Moment. So, fahr nochmal rüber, danach brauchen wir das erste eh keine Fähre mehr, zum Glück. Ich würde die trotzdem ganz gerne behalten, das heißt, ich werde sie hier nach hinten schicken. Und jetzt haben wir selber Unterseeboote. Ja, 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 ja. Eins haben wir. Ha, super. Ja, immerhin. Ach, die Kampfkraft, die Panzerungsverstärkung wirkt sich nicht auf U-Boote aus. Das ist ja toll. Alles umsonst. Müssen wir normale Schiffe bauen. Haben wir da noch genügend Öl? Nee. Natürlich nicht. Jetzt ist halt die Frage, können wir... Von hier oben kommt übrigens eh nie jemand. Können wir es wagen, hier einen Ölbohrturm hinzubauen? Oder gibt es eventuell hier oben noch Möglichkeiten, die wir noch nicht kennen? Das ist super, das sind gleich mal zwei Kampfpötte. Aber wozu haben wir denn Balliste? Senken wir die erst gleich mal. Rathaus ist fertig. Ab in die Mine. Nicht ihr, nur die Arbeiter. Kampfpott Stufe 1. Kampfbot Stufe 0. So, bitte angreifen. Ah, jetzt kommt er ans Ufer, aber wir sind nicht schneller. Hüpp, kommt der da ran? Okay. Das hat's jetzt gebracht, aber ist ja auch egal. Der kann ja von mir aus hier bleiben. Ah, und hier kommt eine Fähre. Aber ich hoffe, die landet jetzt nicht hier an. Nee, die fahren immer hier außen rum. Ah, dann weiß ich auch schon, wo ich da einen Turm abbauen werde. Nämlich hier.
Jetzt kommt's. Aber jetzt haben wir hier Türme. Zack, 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 bumm. Und die haben ihre Einheiten auch nicht mal aufgerüstet. Da ist eine Riesenkröte. Na toll. Brauchen wir auf jeden Fall noch Ballistas. Zu viel steht fest. Wir haben hier zwei Arbeiter. Die können ja erstmal auch hier bleiben. Aber wie kommen wir jetzt da ans Öl ran? Das ist jetzt die Frage, die sich mir gerade stellt. Hier ist auch ein hier sind zwei Schiffe. Okay. Ja, ja, sie greifen uns an. Moment, dann bleiben wir mal hier stehen mit dem Teil und ich muss jetzt wohl oder übel mit dem einzelnen U-Boot versuchen, die Situation aufzulösen. Ich werde jetzt mal speichern, falls es so richtig katastrophal schief geht, dass ich dann laden kann. Ich habe ja in diesem Let's Play noch kein... Ich glaube, einmal habe ich geladen, aber da war... Was war denn da? Also jetzt geladen, weil ich einen Fehler gemacht hatte, meinte ich. Natürlich lade ich, wenn ich wieder zu spielen beginne. So. Es taucht zwar auf, das U-Boot, aber vom Gegner wird es trotzdem nicht gesehen. Und unser Vorteil ist auch, bizarrerweise, dass die nicht fliehen. Die fahren nicht weg. Unsere eigenen übrigens auch nicht. Was ich ziemlich doof finde. Werden sie von dem U-Boot bombardiert und machen gar nichts. Sie rufen nicht mal, dass sie angegriffen werden. Das ist halt einfach Schicksal. Kann man nichts machen. Schon gar nicht geht man dann zu seinem Oberbefehlshaber und sagt, hör mal, da greift uns jemand an. Nee, 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 nee. Hat man denn sowas schon je gehört? So, hier machen wir jetzt mal eine Ölraffinerie hin, damit die Wege auch schön kurz sind. Problem ist das ein bisschen auch, dass man hier vielleicht auch... Wir sollten auch ein bisschen hier Holz hacken, damit das dann mal weg ist hier, das Holz. Und wir in weiterer Folge hier dann Türme bauen können. Die werden wir wahrscheinlich brauchen. Mist, jetzt kommt... Jetzt fährt hier eine Schildkröte lang. Wo will denn die hin? Oh, da ist was angelandet. Die fährt jetzt aber nicht zu unserem... Ding ist hier. Halt sie doch an! Okay, greift sie lieber doch nicht an. Ja, das ist eine gute Frage. Was schaffen wir jetzt gegen diese Schildkröte hier? Wir haben den ersten Treffer gelandet. Immerhin. Blubber, blubber. Okay, wir haben sie versenkt. Ob uns das jetzt wirklich was bringt, das werden wir noch sehen. Ich fürchte eher nicht. Oh. Öltanker hätten wir ja hier welche. Lass mal den mal hier rauffahren. Wir haben null Öl. Wir haben ja gar nichts. Ach du. Bauen wir mal eine Kirche. Vielleicht hilft das was. Bieten und so. Soll ja helfen. Im Zweifelsfall. Irgendwas ist erledigt. Ach so. Die Raffinerie. Na gut. Bauen wir mal einen Ölbohrturm. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das ist jetzt ein Zeppelin. Ich hoffe, dass nicht nur, weil der vorbeifliegt und das U-Boot sieht, dann ein anderes U-Boot auf die Idee kommt, zu uns zu fliegen, zu fahren. So, jetzt wollen wir mal den Turm hier reparieren, das lassen wir jetzt mal. Puh, ist ja alles nicht so einfach hier. Du hack mal Holz. Ich muss jetzt echt drauf zählen, dass die den Turm hier einigermaßen, dass wir den einigermaßen sichern können. Wenn wir das nicht schaffen, dann sieht es sehr schlecht aus. Die Kirche habe ich jetzt einfach so gebaut, weil ich dachte mir, vielleicht bringt es was. Na toll, ist ja hier eingeklemmt. Mach das mal kaputt hier, dass du wieder rauskommst. Das dauert jetzt ein bisschen. Ritter zu Paladin aufrüsten, das können wir machen. Gold haben wir genug. Gold wird uns auch nicht so mangeln, weil da haben wir hier immer noch 24... Alter, jetzt kommt hier da das gegnerische U-Boot. Scheiße! Wo ist denn das jetzt? Da ist es. Oh, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Hilfe! 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 Ja, super.
Okay. Es greift die Raffinerie an. Da würde ich sagen, Raffinerie reparieren. Und ich habe da so eine Idee. Ich hoffe, wir können die jetzt schnell noch umsetzen. Wir können ja hier einen Turm hinbauen, wenn wir das Teil hier zerstören. Und einen Arbeiter brauchen wir zu diesem Zweck natürlich auch. Nenne ich hier eigentlich. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, sondern hier. Das Ding solltest du zerstören. Immerhin lasse sie den Bohrturm in Ruhe, was natürlich nur der schlechten KI geschuldet ist. Ich will hier einen Turm bauen, das wäre mein Ziel. Schnell! Mach doch! Ja, ich weiß doch! So, jetzt können wir hier einen Turm bauen, das ist schon mal ein gewisser Fortschritt. Dann lassen wir den hier noch herkommen, machen wir das auch noch kaputt, können wir hier einen zweiten hinbauen. Wie sieht's denn hier aus? Der hat das jetzt kaputt gemacht, der kann jetzt wieder raus hier. Machen wir mal noch einen Flugapparat, zwei Ballistas haben wir hier. Die Magier, die bringen uns gar nichts. Wenn wir ganz ehrlich sind, da haben wir genügend nahrungsmäßig. Ja, wir haben schon 1000 Öl, das ist ja mal nicht so schlecht. Können wir jetzt anfangen, auch mal andere Schiffe zu bauen. Greifen die Stadt an, ja. Mann, das ist ja gut. Dann greifen sie nicht unseren Ölbohrturm an, wenn sie die Stadt angreifen. Bauen wir mal einen Zerstörer. Das ist der Geheimplan jetzt. Zerstörer bauen. Die anderen Öltanker, die ich hier noch habe, will ich übrigens hier nicht raufschicken, solange da dieses doofe U-Boot im Weg ist. So, du mach mal. Leider kann ich dem nicht sagen, mach alles kaputt. Ich will hier noch einen Turm hinbauen. Möglichst hier, möglichst nah dran. Ich glaube, der will immer den Öltanker angreifen. Schafft es aber nicht zu schießen, weil die so einen gewissen Cooldown haben. Und dann, ja. Ja, dann greift er die Stadt an stattdessen. Können wir da schon einen hinklemmen? Nee, geht sich nicht aus. Okay, dann noch dieses Stückchen und dann geht's aber. Wo ist denn der Zerstörer? Hier ist er, endlich. Da wirkt die Panzerung. Bei den U-Booten wirkt die irgendwie nicht. Wahrscheinlich hatten sie Angst, dass die dann overpowered sind. So, Blubber, jetzt ist weg. Die sind zum Glück leicht zu versenken. So, hier noch ein Turm hin zur Absicherung. Und jetzt traue ich mich ehrlich gesagt auch, die hier raufzuschicken. Und jetzt traue ich mich auch, hier Kanonen zu verstärken. Und ich traue mich dann auch, wenn ich wieder Öl habe, hier Zerstörer zu bauen. Und jetzt haben wir immerhin hier einen gewissen Ölnachschub. Das ist schon mal eine sehr beruhigende Sache. Die Angriffe scheinen auch nicht mehr allzu heftig rüberzukommen. Und jetzt haben wir vor allem Paladine und damit den Heiligen Blick. Und da machen wir noch eine Sache in dieser Folge. Wir checken mal die Karte ab. Dank des Heiligen Blicks ist das ja keine große Kunst. Okay, hier ist noch Gold. Die expandieren auch nicht dahin. Die bauen hier auch nichts. Da brauchen wir keine Angst haben. Da liegt für uns genügend Gold. Wenn wir es nur brauchen, können wir es uns jederzeit holen. So, was sind hier oben noch? Da ist... Ah, okay, da fängt es dann an mit den Orks. Ja, auch schon eine richtig riesige Karte hier. Ja, sieht auch gut aus. Ich baue jetzt nochmal zwei Paladine hier. Früher oder später können wir sie ja brauchen. Hier geht die Küste weiter. Ist hier eventuell ein Ölbohrturm? Nee, ist keiner. Dachte schon, vielleicht hätte es ja sein können. Okay, hier sind ein paar Wachen, das ist, falls wir noch Holz brauchen, auf jeden Fall eine ganz praktische Sache. Hier ist auch eine Insel mit Holz und hier auch. Haben wir überhaupt noch welche? Okay, hier haben sie einen Ölbohrturm. Zu wenig magische Kraft, ja, ja. Okay, ah, ja, 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 das ist einfach so eine große Insel hier. Ich glaube aber, dass die jetzt ziemlich am Arsch sind, wenn ich das mal so derb ausdrücken darf, die Orkis, weil da gehen sie gar nicht ran an die Goldmine scheinbar. Ich glaube, dass die jetzt da nichts mehr machen eigentlich, nichts Großartiges. Ah ja, hier haben wir noch die Ritter. Können ja gleich mal ein bisschen sich beteiligen hier. Ja, gut. Ich wage jetzt mal die Behauptung, dass wir das Ganze einigermaßen unter Kontrolle haben. Ja, das ist ein gutes Omen. Trotzdem möchte ich ganz gerne noch U-Boote bauen, weil ich die cool finde. Segel setzen. Was war eigentlich das Ziel?
die Ork-Fähren zerstören. Okay, das sind, da haben wir jetzt gerade eine zerstört. Das sind vielleicht noch hier und da welche. Alle Ölbohrtürme zerstören. Das sind hier der eine nur. Ich sollte vielleicht noch einen Öltanker bauen und dann hier auch selber noch einen bauen. Einfach nur, damit ich hier eine Kontrolle habe. Und die Häfen zerstören. Naja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Lassen wir erstmal den Flugapparat hier hinten hin. Bauen wir noch einen. Ja, können wir jetzt gerade nicht, wenn wir U-Boote bauen. Machen wir noch ein bisschen heiliger Blick vielleicht. 69, 70. Genauso viel brauchen sie auch. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Und der hat noch nicht genug, aber gleich. Okay, passt. Da ist ein Schildkröte, aber die kann jetzt auch nichts mehr machen. Captain auf Brücke. Ich wollte nur noch eine Sache checken. Ah, okay. Diese Upgrades hier beziehen sich also nur auf die Oberflächenschiffe und nicht auf die Unterseeboote. Das heißt, wir werden die Unterseeboote eigentlich bleiben lassen, weil die sind zwar irgendwie cool, so von der Art her jetzt. Ich meine, wir können das hier angreifen, aber nur so zum Spaß. Das ist weg. Das patrouilliert hier. Setzen das tatsächlich auf Patrouille. Arbeit ausgeführt. Und den Rest lassen wir aber seine Arbeit ausgeführt. Das war das letzte Upgrade. Jetzt bauen wir einfach jede Menge Schiffe, ein paar Flugapparate und dann fahren wir einfach die Küste ab und machen alles kaputt. Das machen wir noch ein Upgrade hier. Da lassen wir noch ein bisschen den Wald abholzen und ansonsten brauchen wir uns jetzt eigentlich keine großen Sorgen mehr machen, was eine gute Sache ist. Und der findet nicht hin. Tja. Ich hoffe mal, ihr findet wieder hin zur nächsten Folge von Warcraft 2. Ich verabschiede mich jetzt nämlich. Ich hoffe mal, euch hat es gefallen. Ich freue mich wie immer über Kommentare und ich sage auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.